Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Koalitionsverhandlungen vorerst ohne Einigung bei Migration. Die Gespräche in der CDU-Zentrale wurden nach 9 Stunden vertagt. Umstritten bleibt der Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus. SPD-Chef Schulz hatte im Bericht aus Berlin Kompromissbereitschaft von der Union gefordert. Kreml-Kritiker Nawalny wieder frei. Der russische Oppositionspolitiker war am Mittag bei einer Demonstration gegen Präsident Putin festgenommen worden. Er selbst hatte zu landesweiten Protesten aufgerufen. Tausende folgten dem Aufruf. Türkei meldet Erfolge bei Offensive in Nordsyrien. Gemeinsam mit Verbündeten gelang es, den strategisch wichtigen Berg Bazaya einzunehmen. Die türkische Armee war vor 1,5 Wochen nach Syrien eingedrungen, um dort die kurdische Miliz YPG zu bekämpfen. Spanien ist Handball-Europameister. Das Team von Trainer Ribera gewann das Finale gegen Schweden mit 29:23. Für Spanien ist es der erste EM-Titel überhaupt. Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga. Bayer Leverkusen gewann 2:0 gegen Mainz 05. Außerdem verlor Hannover 96 das Niedersachsen-Derby gegen den VfL Wolfsburg mit 0:1. Das Wetter südlich der Donau teilweise freundlich, an den Alpen sonnig, sonst bedeckt. Im Norden zum Teil kräftiger Regen, 5 bis 12 Grad.